Sonntag, 7. Mai am späteren Abend. Vor dem Louvre in Paris warten Zehntausende, vor allem junge Menschen, auf den Auftritt eines ganz bestimmten Mannes. Und nach etwas Verzögerung kommt dieser Mann dann auch. Er läuft ganz alleine auf die Bühne zu, im Hintergrund wird die Europahymne abgespielt und dann hält er eine umjubelte Rede. Der Mann ist nicht besonders groß, 1,73 Meter, er ist 39 Jahre alt und seit heute, 14. Mai, offiziell neuer Präsident von Frankreich. Emmanuel Macron, gewählt von ungefähr 66% der 74% aller wahlberechtigten Franzosen, die bei der Wahl mitgemacht haben. Und nicht erst seit heute oder seit diesem 7. Mai fragen sich viele Menschen, was ist das eigentlich für ein Mann, dieser Emmanuel Macron, der noch vor einem Jahr als absoluter Außenseiter galt? Was hat er für gute Seiten und was hat er für Schattenseiten? Fangen wir mal mit denen an, die Emmanuel Macron unterstützen und beantworten die Frage, was sagen seine Befürworter? Die sagen in erster Linie, mit Emmanuel Macron geht Frankreich endlich wieder in die richtige Richtung. Frankreich, ein Land, das tief gespalten ist, mit einer Arbeitslosenquote von 10%, großen wirtschaftlichen Problemen und großem Misstrauen in die etablierten Parteien und in die Politiker. Die Sozialistische Partei, das ist die Partei des ehemaligen Präsidenten François Hollande, hat sich aufgespalten in den vergangenen Jahren. Der Premierminister Valls konnte zum Teil nur mit Notstandsgesetzen regieren und viele Menschen haben gesagt, ach, die Parteien, die machen eh, was sie wollen und sind so zerstritten untereinander, aber auch innerhalb der Partei. Wir vertrauen denen einfach nicht mehr. Und genau da kommt Emmanuel Macron ins Spiel. Emmanuel Macron war zwar selbst mal Teil dieses Establishments als Wirtschaftsminister unter François Hollande und er war auch mal Mitglied der Sozialistischen Partei, aber er hat rechtzeitig den Absprung geschafft. Er hat eine eigene Bewegung gegründet mit dem Namen En Marche, das heißt so viel wie es geht voran. Und diese Bewegung hat innerhalb von nur einem Jahr rund 230.000 Mitglieder einsammeln können. Sie wurde zu einer richtigen Partei und nicht nur viele Mitglieder konnte sie einsammeln, sondern auch rund 4 Millionen Euro. Und allein daran sieht man schon, wie erfolgreich es Emmanuel Macron geschafft hat, sich als jemand darzustellen, der etwas Neues mitbringt, jemand, der frischen Wind mitbringt und vor allem jemand, der nicht ideologisch festgefahren ist. Und das bewundern seine Anhänger auch. Sie sagen, Emmanuel Macron denkt mal links, mal rechts. Er hat verschiedene Richtungen, in die er auch in seinem Programm denkt. Und genau deshalb ist er der Richtige. Und das hat man auch an der Stichwahl gesehen. In dieser Stichwahl am 7. Mai waren nämlich zwei Kandidaten von nicht etablierten Parteien. Zum einen Marine Le Pen vom rechten Front National, hier oben findet ihr ein Video über sie, und eben Emmanuel Macron, der es geschafft hat, ganz viele Leute von sich zu überzeugen mit seinem Programm und auch mit seiner Person. Denn das ist untrennbar miteinander verbunden. Emmanuel Macrons Anhänger sagen, dieser Mann, der hat den Erfolg gepachtet. Der liebt sein Land und er ist deshalb genau der Richtige für die Zukunft. Und tatsächlich ist Emmanuel Macrons Lebenslauf beeindruckend. Er war einer der Besten in der Schule, hat ein super Philosophiestudium hingelegt, war danach noch auf der Verwaltungshochschule, dort auch einer der Besten, hat dann Spitzenjobs in der Wirtschaft bekleidet und sofort ganz oben in der Politik ist er auch noch angekommen. Also eine Sache, die immer nur bergauf geht, eine Bilderbuchkarriere, die auch nicht dadurch geschmälert wurde, dass er sich als 15-Jähriger in seine damalige Französischlehrerin verliebt hat. Mit der kam er dann auch zusammen. Das musste geheim gehalten werden und wurde erst später öffentlich. Da sagen seine Anhänger, das ist ein Mann, der hat Integrität. Er wollte diese Frau nicht bloßstellen, die war zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet. Und erst dann, als alles geklärt war, war die Beziehung öffentlich. Und mit dieser Frau ist er übrigens immer noch zusammen. Und auch politisch sind die Anhänger von Emmanuel Macron absolut überzeugt von ihm. Zum einen von dem, was er schon gemacht hat. Als Wirtschaftsminister zum Beispiel ein Reformpaket durch das Parlament gepeitscht, gegen alle Widerstände oder ein Investitionsprogramm für die Wirtschaft durchgebracht. Aber sie sind auch überzeugt von dem, was er vorhat. Zum Beispiel mit der EU. Er möchte einen gemeinsamen Haushalt für alle Euro-Länder, er möchte ein eigenes Parlament für alle Euro-Länder und auch einen Finanzminister. Und im Land hat er auch einiges vor. In den kommenden Jahren möchte er 50 Milliarden Euro in Frankreich investieren, vor allem in das Bildungssystem. Er möchte schnellere Asylverfahren, mehr Sicherheit und vor allem möchte er die Wirtschaft stärken im Land, damit es mehr Jobs gibt. Das sind alles keine revolutionären neuen Ideen, aber im Vergleich zu dem, was es in den vergangenen Jahren in Frankreich gab, wäre das schon ein ziemlich großer Schritt. Für diejenigen, die Emmanuel Macron gewählt haben, ist er deshalb genau der Richtige. Und übrigens auch für viele EU-Politiker. Sie sagen, das ist jemand, der steht für Offenheit, der steht für Europa und der will sein Land voranbringen. Er steht für Integrität und er bringt etwas Neues, etwas Frisches mit. Aber spätestens hier sagen seine Kritiker, Moment mal, Emmanuel Macron ist alles, aber kein frischer Wind, kein neues Gesicht. Er ist eher genau das Gegenteil. Da ist die Frage, was sagen seine Gegner genau?
Um diese Frage zu beantworten, muss man unter seinen Gegnern erst einmal unterscheiden. Nämlich zwischen denen auf der einen Seite, die von Emmanuel Macron menschlich enttäuscht sind, weil sie vielleicht auch Mitglieder der Sozialistischen Partei sind, in der er mal war und den er dann vor den Kopf gestoßen hat, und auf der anderen Seite denjenigen, die politisch nicht mit ihm einverstanden sind oder grundsätzlich nicht mit ihm einverstanden sind. Während die erste Gruppe politisch einigermaßen konform ist mit ihm, sind die anderen komplett auf Konfrontationskurs. Und da schauen wir uns jetzt mal genauer an, was die sagen. Diese Leute sind ganz klar der Meinung, Emmanuel Macron ist gleich Establishment. Jemand, der sich nur als Heilsbringer inszeniert, wie zum Beispiel damals auch Barack Obama, aber in Wirklichkeit für das Alte steht und überhaupt nichts mit neuem oder frischem Wind zu tun hat. Und das begründen sie auch mit seiner Biografie. Und das ist in Deutschland relativ wenig bekannt. Emmanuel Macron war vor seiner Zeit als Politiker unter anderem Investmentbanker, und zwar bei einer Tochterfirma von Rothschild. Rothschild ist ein riesiges weltweites Unternehmen, über das es jede Menge teilweise wirre und auch antisemitische Theorien gibt. Ich glaube, ich mache da nochmal ein extra Video drüber. Aber Fakt ist auf jeden Fall, das ist ein sehr mächtiges Unternehmen, das weit verzweigt ist, auch in die Politik hinein, und das zum Teil auch ziemlich skrupellos vorgeht. Und da unterstellt man Emmanuel Macron, sehr zwielichtige Kontakte gesammelt zu haben auf der anderen Seite, aber auch in dieser Zeit viel Geld gesammelt zu haben, viele Millionen, die in Steueroasen geparkt sind, und dass Emmanuel Macron Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen an Euro Steuern unterschlagen hat und immer noch unterschlägt. Und dass er in dieser Zeit Leute kennengelernt hat, die eben für das Alte, für das Establishment stehen und die ihn bis heute begleiten. Dazu passt für seine Kritiker auch, dass Emmanuel Macron 2014 am Bilderberger-Treffen teilgenommen hat. Das ist ein Treffen, um das sich viele Mythen ranken. Ich habe darüber mal ein Video gemacht, findet ihr oben. Kurz zusammengefasst gesagt, man sagt, da treffen sich die Mächtigen, um quasi auszuloten, wie es in den kommenden Jahren auf der Welt weitergehen soll. Die machen da zusammen Weltpolitik. Ob das wirklich so stimmt, dafür gibt es nicht wirklich Belege, aber das ist der Vorwurf, der im Raum steht. Und dazu kommt auch noch, dass Emmanuel Macron mit Leuten zu tun hatte und zu tun hat, die in diesem ganzen Kreis sehr lange schon unterwegs sind, zum Beispiel Henri Ermont, ein sehr einflussreicher Franzose, der 2016 gestorben ist und bis zu seinem Tod in vielen Bereichen die Fäden gezogen haben soll. Und die Nähe zu solchen Leuten und auch zu solchen Treffen, die wirft man Emmanuel Macron immer wieder vor. Die ganz grundsätzliche Kritik in diesem Zusammenhang ist, dass Emmanuel Macron sich zwar als unabhängig, als neu präsentiert, aber eigentlich gesteuert wird von mächtigen Wirtschaftseliten, nicht nur in Frankreich, sondern weltweit, und quasi so eine Marionette ist. Das kommt vor allem aus der rechten Ecke, da ranken sich auch viele absurde und wilde Theorien darum, die man vor allem im Internet findet. Da muss man nicht alles glauben, was man liest, ist oft auch überhaupt nicht belegt. Aber auch abseits dieser Theorien gibt es eben diesen Vorwurf, dass Emmanuel Macron Connections hat zu mächtigen Menschen, und da ist sicherlich auch ein bisschen was dran, und dass er gar nicht so unabhängig ist, wie er sich immer gibt. Und an diesem Punkt sind wir auch schon bei der Kritik an seiner Politik angekommen, denn das ist ziemlich direkt miteinander verbunden. Man wirft Emmanuel Macron vor, ein Vertreter der Wirtschaftslobby zu sein. Jemand, der nicht den einfachen Mann, die einfache Frau in Frankreich im Blick hat, sondern eher die großen Unternehmen, der investieren möchte. Dieses Investitionsprogramm, das er geplant hat, soll vor allem der Wirtschaft nutzen. Und auf der anderen Seite möchte er den Staat verkleinern, wird ihm vorgeworfen. 60 Milliarden Euro will er in den kommenden Jahren einsparen, während er eben 50 Milliarden investieren möchte. Und diese Einsparungen treffen zum Beispiel Arbeitslose, aber auch das Gesundheitswesen. Und da sagt man, das ist genau der Bereich, in dem Menschen unterwegs sind, die eben nicht viel Geld haben und denen es nicht so gut geht, und auf die schaut Emmanuel Macron nicht. 120.000 Stellen will er außerdem im öffentlichen Dienst abbauen, also auch hier eine Verschlankung des Staates. Insgesamt sagt man, das ist ein neoliberales Programm, das Emmanuel Macron verfolgt, und vor allem ein sehr wirtschaftsfreundliches, manche sagen auch, und das sagen seine Kritiker, wirtschaftshöriges Programm. Und auch Deutschland ist Emmanuel Macron quasi schon auf den Fuß getreten, nämlich mit seinen Plänen zur EU und zum Euroraum. Ein gemeinsamer Euroraumhaushalt würde auch bedeuten, dass die Staatsschulden vergemeinschaftet werden, entweder teilweise oder komplett. Und das hätte für Deutschland vermutlich die Folge, dass Deutschland unter deutlich schlechteren Bedingungen neue Schulden aufnehmen könnte als jetzt, weil Deutschland dann auf eine Stufe gestellt wird mit anderen Euro-Ländern, die deutlich schlechter dastehen. Die Niederlande würde das zum Beispiel auch treffen, die ziemlich stark sind. Andere Länder wie Frankreich hätten davon natürlich Vorteile. Sogenannte Euro-Bonds wären das, wenn euch das interessiert. Ich habe euch unten was verlinkt. Und da sagen deutsche Politiker, nee,
Das ist nicht der richtige Weg. Das heißt also, neben einigen persönlichen oder auch biografischen Dingen wird an Emmanuel Macron vor allem kritisiert, dass er anders ist, als er sich gibt, dass er vor allem die Interessen der Wirtschaft vertreten möchte, dass er eine aggressive Politik verfolgt, die weniger für die einfachen Menschen gedacht ist, sondern eher für die Gutverdiener und für die großen Unternehmen. Und von Euro-Seite her wird kritisiert, dass Emmanuel Macron mit seinen Plänen zum Teil der EU oder einigen EU-Ländern schaden wird, wobei man auch sagen muss, da gibt es momentan auch schon Gespräche und Verhandlungen, dass das jetzt wirklich alles so kommt, wie er das vorhat, das ist ziemlich unwahrscheinlich, aber diese Kritik, die steht eben im Raum. Mehr dazu habe ich euch auch unten nochmal verlinkt. So, und jetzt, wo ihr beide Seiten gehört habt, würde mich natürlich auch interessieren, was denkt ihr denn über Emmanuel Macron? Sagt ihr, das ist ein guter Mann, das ist der richtige Mann für Frankreich? Seht ihr es vielleicht ein bisschen anders? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, damit ihr künftig kein Video mehr verpasst. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's jetzt für euch mit einem Video über krankes Deutschland. Warum Deutschland ziemlich krank ist in manchen Bereichen, seht ihr hier. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.